Alter. Hab ich nicht geschlafen. Wo bin ich? Hä? Was? Wo hat mich Street jetzt schon wieder hingeschliffen? Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, por donde fallar, muchos... Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Ich werde eindeutig zu alt für diesen Scheiß. Und damit erstmal herzlich willkommen zu Let's Play Portal. Ja, so mal ganz kurz vorher gesagt... Dieses Let's Play werde ich im Voraus aufnehmen. Ich wollte schauen, dass ich das während meiner Teneriffa-Zeit dann freischalten lasse. Also irgendwie so Tipps geben. Zwar nett gemeint, aber wird irgendwie nicht so wirklich weiterhelfen, da das Let's Play dann wahrscheinlich schon fertig sein wird. So, auf jeden Fall. Portal, wer es nicht kennt, eines der meiner Meinung nach verrücktesten und genialsten Spiele aller Zeiten, ist so eine Art Puzzlespiel, kann man sagen. Aber es basiert über diese Portale. Wie man sieht, man kann uns jetzt da sehen. Das sind wir. Wir sind der Hauptcharakter hier, Shell. Und wir werden sie nur über diese Portale sehen. Und müssen multidimensional, sag ich mal, denken. Ich habe nur den zweiten Teil bisher gespielt. Ich bin jetzt frisch im ersten Teil und habe null Ahnung, wie es jetzt ablaufen wird. Also gehen wir einfach mal los. Wir werden beobachtet. Okay. Und wir sind gefangen, oder wie? E-Objekt aufnehmen. Der Wasserwölcher sind mal hier drauf. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Okay, gut zu wissen. Gehen wir erstmal weiter. Und es lädt. Wundervolle Geräusche hier. Und wir sind in der nächsten Kammer, sag ich mal. Null, oder gesagt die erste, kann man sagen. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Ah, okay, also. Das muss darauf. Dann holen wir den erstmal. Na? Ihr wollt mich verarschen, oder? Ah, das Spiel mag mich. Jep. Wartezeiten über. Okay, das ging schnell. So, jetzt müssen wir nur noch den da reinstellen. Perfekt. Und jetzt können bitte wir dann. Begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ist ja gut, wir bewegen uns ja. Meine Güte. Aber es geht auf jeden Fall erstmal ganz leicht in das Spiel rein, das merkt man auf jeden Fall. Okay, nächste Kammer. Was erwartet uns denn hier? Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst.
Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum meine Weisheitszähne auf einmal weg sind. Was haben wir denn jetzt hier? Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Was? Das klang gesund. Aber wir haben sie jetzt, die Portalkanone oder im Englischen die Portal Gun. Auch bekannt aus einigen Minecraft-Modpacks. Hier ist sie entstanden, die Portal Gun. Jetzt können wir ganz einfach hier ein Portal setzen. Und kommen weiter. Und ab hier wird es so frisch geschlossen. Jetzt man hier mal. Man sieht, man kann nicht überall so ein Portal setzen. Es geht nur auf diesen weißen Flächen, die wir gerade gesehen haben. Aber es ist auf jeden Fall ein recht cooles Spiel, finde ich. Die Portalkanone macht echt einiges möglich. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Warte mal, kann man da eigentlich... Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Okay. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Warte mal. Was ist da so am Leuchten? Ist das Lava? Okay, vielleicht hören wir doch mal drauf und machen einfach den Test. Oder? Komm mal, einmal noch. Manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Ja, ja, ja. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Tag der offenen Tür für Töchter? Wer weiß, vielleicht sind wir ja so eine Tochter. Steht auf jeden Fall. So eine. Muss man halt aber hoch aufzischen, so eine Tochter. Willkommen im Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Danke. Ups. So, okay. Jetzt haben wir hier einen Kubus. Also am Anfang ist ja wirklich, merkt man schon noch alles leicht. Hier einfach nehmen und draufstehen. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Das gefällt mir wiederum nicht. Und ich habe gerade vergessen, Skype zu schließen. Sehr schön. Ah, da ist gerade Pech gehabt, wenn man mal geschrieben hat. So, dann geht es jetzt weiter. Wir sind schon in Testkammer 5 dann. Okay. Da sind Würfel und da sind Würfel. Ich schätze mal, man kann das einfach so machen. Jupp. Dann kann man bestimmt mal so machen. Dann haben wir hier den Würfel unten. Und nur noch hier den Würfel runter. Also auf den Sommeraufsicht ist. Das war echt einfach. Mit Sommeraufsicht kann ich das Ding hier machen. Wichtiger Testapparat zerstört. Ich denke, ich bin unbeaufsichtigt. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Nein! Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, okay, also 3, 2 und Störgeräusch, okay. Wichtiger Testapparat zerstört. Oh, ich liebe es, die Teile kaputt zu machen.
Musik. Ach, ich liebe Portal einfach. Ladebildschirm, 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 tralala. Oh. Was ist das? Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Das habe ich doch gerade mitbekommen. Okay, merken nicht den lustigen Ball. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Warte mal. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Wow, ich bin beeindruckt, was für eine Kreativität und Danke und so ähnlich. Aber wisst ihr was? Ich schätze mal, ich merke schon, dass ich das Spiel irgendwie dezent schon am Durchwaschen bin. Weil ich glaube, deswegen mache ich hier wirklich nur in diesem Spiel 11 bis 12 Minuten Parts. Und ich schätze mal, ihr wollt auch ein paar mehr Folgen haben. Und ich würde das in 3-4 Tagen durchhaben. Ich hoffe zumindest, dass ich das auch dann so hinkriege. Und da ich dann halt den Reffer gebrücken muss und so weiter, werde ich sagen, mache ich einfach für dieses Projekt kürzere Parts. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Wie gesagt, Tipps werden mir nicht so wirklich weiterhelfen, weil das Projekt bis dahin schon fertig ist. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.